Ja, wir haben mit den Sergio. Sergio ist Teilnehmer beim BA2, glaube ich. Ist das richtig? Ja, genau, ist richtig. Und du machst, glaube ich, schon zum zweiten Mal das BA2. Warum das? Ja, das erste Mal ist halt schon 11 Jahre her. Und der Schwerpunkt ist ja diese personelle Angelegenheiten. Und im neuen Gremium, dem ich jetzt angehöre, da gibt es einen Einstellungsausschuss. Also nur mit Einstellung, Versetzung, Kündigung auch. Und da habe ich mir gedacht, naja, das ist schon sehr lange her, dass ich einen Lehrgang mit diesem Schwerpunkt hatte. Vielleicht wäre es nicht schlecht, nochmal dran teilzunehmen. Da ändert sich doch immer mal wieder was und einiges hat man vergessen. Obwohl ich in der langen Zeit natürlich ein gewisses Gespür habe für einige Themen, ist es nicht verkehrt, das Ganze sich vielleicht nochmal anzuhören. Sascha, du machst ja viele Seminare, gerade hier auch in Gladenbach oder in anderen Bildungshäusern. Warum wählst du diesen Seminaranbieter und warum hier diese Örtlichkeit und gehst nicht in ein schickes Luxushotel? Ah ja, gut, schick ist es ja hier auch. Also im Gegensatz zu diesen Seminaren, wo du halt morgens von zu Hause ankommst und nachmittags, abends wieder heimfährst, ist halt hier der Vorteil meiner Meinung nach, dass du abends dich auch noch mal zusammensetzt mit deinem Team, mit den Leuten aus deinem Seminar, eventuell auch mit dem einen oder anderen, der nicht zu deinem Seminar gehört und dich dann auch noch über andere Sachen außerhalb des Seminars austauschst. Sachen, Probleme, die bei dir im Betrieb oder bei mir im Betrieb auch waren oder sind und bei anderen auch stattgefunden haben oder noch stattfinden. Und da die Frage da kommt, wie löst ihr das? Wie seid ihr an die Sache rangegangen? Was habt ihr dagegen oder dafür gemacht? Und andersrum natürlich auch. Und das finde ich halt ganz witzig und ganz spannend und auch wichtig. Und du wirst ja auch ein bisschen aus deinem Alltag auch rausgerissen. Dass du dann sagst, okay, ich konzentriere mich jetzt 3-4 Tage plus, je nachdem wie lang oder minus das Seminar läuft. Und dann konzentriere ich mich jetzt nur noch da drauf. Und das Private und Berufliche ist dann so ein bisschen weg von dir. Und du kannst dich mehr drauf, ich sag mal, einlassen auf dieses Thema Seminar, Schulung, Verdi und der ganze Rattenschwanz, der dahinter kommt, ne? Wenn du seit über 4 Amtsperioden schon Betriebsrat bist, hast du da eine Veränderung in deiner BR-Tätigkeit wahrgenommen? Ja klar, du wirst, wenn man es überhaupt so nennen kann, irgendwo immer besser in Anführungsstrichen. Du hast natürlich immer mehr Spürsinn für gewisse Themen. Wenn dein Arbeitgeber dir jetzt mit irgendwelchen Sachen kommt, die er gerne haben will oder wollen würde, hast du natürlich aufgrund deiner Erfahrung schon, ich sag mal, so eine Richtung, wo das Ganze hingehen kann. Betrifft es Mitbestimmungsrechte, betrifft es vielleicht nur Informationsrechte. Wenn ich mir einen Gesetzestext durchlese, angucke oder einen Kommentar, mache ich das ganz anders wie vor 12 oder 11 Jahren. Aufgrund auch der Seminare und der Erfahrungen durch andere und durch mich selber, die ich dadurch habe sammeln können. Und die Arbeitswelt, hat die sich auch verändert in den letzten Jahren? Ja, sie wird immer schneller, immer hektischer. Durch die Digitalisierung verändert sich natürlich eine ganze Menge. Und klar, das Ganze wird auch immer weiter in diese Richtung gehen. Machst du eigentlich auch gewerkschaftliche Arbeit bei dir im Betrieb oder gar nicht? Oder machen das andere Leute bei euch? Unser Betrieb hat eigentlich so gut wie gar keine gewerkschaftliche Bindung. Wir sind wahrscheinlich, wenn überhaupt, von 300 Mitarbeitern ungefähr bei uns plus minus in der Niederlassung mit Praktikanten drin, sind es vielleicht 3, die Verdi-Mitglieder sind. Lass es 4 sein. Aber trotzdem bist du hier in so einem Verdi-Haus, ne? Um dich zu schulen. Genau. Andere Kolleginnen und Kollegen nehmen andere Anbieter. Und ich finde das auch gar nicht mal schlecht. So siehst du die Sachen auch von einer anderen Seite, wie es die Konkurrenz halt auch macht, ohne die jetzt schlecht reden zu wollen, überhaupt nicht. Die haben sehr, sehr gute Ansätze. Aber so hast du halt beide Ansätze, finde ich. Wie sieht man das aus Gewerkschaftsseite oder wie sieht man das von einem, wenn man es so nennen will, freien Träger? Ja, Sergio, vielen Dank. Gerne doch. Das war sehr informativ. Vielen Dank euch. Super, danke. Cut.